Meine erste Frage geht an den Professor Marx von der DIVI. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 1662 Patienten sind mit Covid-19 letzte Woche in den Intensivstationen aufgenommen worden. Nun hört man aus Bayern und anderen Bundesländern, dass ein großer Teil der Intensivpatienten geimpft sei. Frage an Sie, Herr Professor Marx, wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren? Die Frage geht an den Verband DIVI. Professor Marx. Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Die Frage ist richtig und wichtig. Wir haben als DIVI jetzt auch entsprechend Vorbereitung getroffen mit dem RKI gemeinsam, dass wir sehr schnell diese wichtigen Informationen erfassen. Haben wir aber noch nicht zur Hand, von daher kann ich die Frage leider nicht beantworten. Wenn wir uns aber die Situation in den Krankenhäusern und in Intensivstationen insbesondere ansehen, dann sehen wir da natürlich gehäuftes Auftreten von Ungeimpften, und das ist überproportional. Und die allermeisten derjenigen, die jetzt schwer an Corona leiden und deswegen im Krankenhaus oder auf den Intensivstationen liegen, sind ungeimpft. Also ich bin der Meinung, da hatten wir Herrn Reitschuster bezogen auf die Frage der Erfassung des Impfstatus bei Einweisung in Intensivstationen hatten wir ihm Informationen geliefert. Das wird, das hatte auch der Herr Professor Wieler hier am Mittwoch gesagt, erfasst. Ich muss offen gestehen, ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe zwar eine Idee, was Herr Reitschuster meinen könnte, und je nachdem, welche Symptomatik da als Hauptsymptomatik eben vermerkt wird, können da unterschiedliche Dinge da halt eben tatsächlich eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist, was Herr Reitschuster da als an oder mit Corona missversteht. Möglicherweise überzeugt es ja auch den einen oder anderen noch, dass sich jetzt auf den Intensivstationen unter den Covid-Patienten überwiegend Menschen finden, die nicht geimpft sind, sodass also sehr deutlich und augenfällig wird, dass eine Impfung schützen kann, beziehungsweise eine Nichtimpfung zu einer Hospitalisierung mit Behandlung auf der Intensivstation führen kann. Wir haben natürlich immer noch eine gewisse Quote an Nichtgeimpften, und das sind auch diejenigen, die gerade halt eben die Intensivstationen tatsächlich derzeit wieder belegen. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Die Frage ist richtig und wichtig. Wir haben als DIVI jetzt auch entsprechend Vorbereitung getroffen mit dem RKI gemeinsam, dass wir sehr schnell diese wichtigen Informationen erfassen. Haben wir aber noch nicht zur Hand, von daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.